die etwas anders aussehen als die meisten anderen Kämpfer hier. Die Rüstungen dieser Herren sind eher an dem vorderöstlichen asiatischen Raum angelehnt, timuridisch, mongolisch. Gibt's einige Darlegungen für. Und da liegt der erste Fantasie auch schon. Hier vorne wird auch nicht eingeschenkt. Jawohl, so wie sie das gehört. Schildkanten in den Mund. Da geht jetzt weiter und jetzt ist der letzte Boden. Er steht 3-5. Hier wird entschieden, wo es hingeht. Und jetzt wird sich vorbereitet für ein paar Axtschläge in der linken Ecke. Und da sitzt der erste, der zweite. Da geht noch einmal runter. Es steht jetzt 5-2. Die Schläge, die Sie da gerade hören, sind eher dumpf. Hier wird gerufen, dass der Kämpfer um. Stopp! Team. Ja. Ja. Joe fiebert da ein bisschen mit. Jetzt geht's los, auf in die zweite Runde. Warriors of Light gegen Zitadelle. Noch sieht es gut ausgeglichen aus. Da haben wir den ersten Mal, den zweiten Mal. Vier gegen drei. Jetzt können die Zitadelle ein bisschen was reißen können, müssen, dürfen. Jawohl! Ja. Und jetzt heißt es 2 gegen 2. 2 gegen 2 jetzt. Zitadelle gegen Warriors of Light. Das ist spannend. Und jetzt heißt es 1 gegen 1. Ein Duell. Schöne Sache. Sie können jetzt entweder eine dritte Runde rausholen oder generell. Die Zitadelle reißt das Ding nochmal um. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da hat der Captain gezeigt, warum er Captain ist. Es tut mir leid. Ich hab erhöhten Puls. Ja, verstehe. So, die dritte Runde. Warriors of Light. Und ihn rausgeholt. Draus machen. Sehr schön. Da wollte sich einer der Kämpfer aus der Ferne vor, mit seiner Axt zu arbeiten. Ja, wird schön massiert. Justus rennt übers Feld, versucht dort einen Takedown zu holen. Wir haben jetzt hier 5-4. Jetzt hast du schon wieder 5 gegen 3. Das wird 5 gegen 2. Schön. Uns hat das gefallen. Jetzt heißt es Stopp. Damit war es das für die dritte Runde. Schade, schade.